Alle, die in diesem Land mit der Ausbildung junger Menschen befasst sind, wissen es. Das Niveau der Schulabgänger ist während der letzten Jahrzehnte konstant gesunken. Handwerksbetriebe klagen, Ausbildungsbetriebe klagen, die Universitäten klagen. Aber niemand tut etwas dagegen. Hinzu kommen noch die Defizite, die nicht durch das Coronavirus, nicht durch die Pandemie, sondern durch die fehlgeleitete Corona-Politik angehäuft wurden. Die Lage ist mittlerweile dermaßen verheerend, dass sogar Ministerpräsident Haseloff nicht umhin konnte, jetzt erstmals dieses Problem anzusprechen. Er hat in einem Interview zur Bildungspolitik festgestellt, dass wir Defizite haben. Schön und gut. Die CDU beginnt jetzt langsam das Problem zu erkennen. Sie tut aber noch nichts dagegen. Die AfD hat dieses Problem, seit wir im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten sind, seit über 6 Jahren. Nicht nur angesprochen, sondern wir haben immer wieder auch Initiativen eingebracht, um es zu beheben. Und eine solche Initiative haben wir auch bei dem jetzt kommenden Plenum eingebracht unter dem Titel Bildungsqualität sichern, Bildungsverfall stoppen, Leistungsniveau anheben, wollen wir die beantragen, dass die Anforderungen an die Versetzung von einer Jahrgangsstufe in die nächste, aber auch der Übergang zwischen Schulformen von der Sekundarschule ins Gymnasium oder vom Unterricht, der auf den Hauptschulabschluss bezogen ist, in den Unterricht, der auf den Realschulabschluss bezogen ist, erhöht werden. Weil wir sagen, damit können wir Dämme einziehen und den Verfall des Niveaus, Leistungsniveaus aufhalten. Es leuchtet ein, wenn jemand Defizite aufweist, ist es doch gut, ihn zurückzustellen, ihn in die Wiederholung zu schicken. Er festigt die Grundlagen und kann dann weitermachen und die Anforderungen erfüllen. Im Ende sind dann vielleicht die Schulabgänger etwas älter als jetzt, aber dafür erfüllen sie die Anforderungen. Und was bringt es uns, Schüler mit Defiziten durch eine Schullaufbahn zu schleppen und dann mit den Defiziten zu entlassen? Wir müssen aufhören, uns selbst zu belügen. In diesem Sinne ist unser Antrag zu verstehen und ich hoffe, dass die Vernunft siegt und die CDU vielleicht zustimmt. Wir werden sehen.